Ein neuer Tag ist angebrochen. Es ist Freitag, der 12. Januar. Gott sei Dank nicht Freitag, der 13. Also Freitag, 12. Januar. Ich bin Oliver Kelch, euer Host für heute. Und ich freue mich, dass wir jetzt gemeinsam wieder die Laudes beten. KW Kirche. Laudes. Das Morgengebet. Herr, öffne meine Lippen, damit mein Mund dein Lob verkünde. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit. Gemeinsam den Psalm mit der Nummer 35. Streite, Herr, gegen alle, die gegen mich streiten. Bekämpfe alle, die mich bekämpfen. Ergreife Schild und Waffen. Steh auf, um mir zu helfen. Sag zu mir, ich bin deine Hilfe. Meine Seele aber wird jubeln über den Herrn und sich über seine Hilfe freuen. Mit Leib und Seele will ich sagen, Herr, wer ist wie du? Du entreißt den Schwachen dem, der stärker ist, den Schwachen und Armen dem, der ihn ausraubt. Da treten ruchlose Zeugen auf. Man wirft mir Dinge vor, von denen ich nichts weiß. Sie vergelten mir Gutes mit Bösem. Ich bin verlassen und einsam. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Wenn wir Böses erfahren, Herr unser Gott, wenn wir verlassen und einsam sind, erweise dich als unsere Hilfe, stärke unser Vertrauen und unsere Hoffnung. Thank you.
braucht, stärkt und dem, der es hört, Nutzen bringt. Beleidigt nicht den Heiligen Geist Gottes, dessen Siegel ihr tragt für den Tag der Erlösung. Jede Art von Bitterkeit, Wut, Zorn, Geschrei und Lästerung und alles Böse verbannt aus eurer Mitte. Seid gütig zueinander, seid barmherzig, vergebt einander, weil auch Gott euch durch Christus vergeben hat. Beten wir wie jeden Morgen den Lobgesang des Zacharias, das Benediktus. Der Herr hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels. Denn er hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen. Er hat uns einen starken Retter erweckt im Hause seines Knechtes David. So hat er verheißen von alters her durch den Mund seiner heiligen Propheten. Er hat uns errettet vor unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet und an seinen heiligen Bund gedacht, an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat. Er hat uns geschenkt, dass wir aus Feindes Hand befreit, ihm furchtlos dienen in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinem Angesicht all unsere Tage. Und du, Kind, wirst Prophet des Höchsten heißen, denn du wirst dem Herrn vorangehen und ihm den Weg bereiten. Du wirst sein Volk mit der Erfahrung des Heils beschenken in der Vergebung der Sünden. Durch die barmherzige Liebe unseres Gottes wird uns besuchen das aufstrahlende Licht aus der Höhe, um allen zu leuchten, die in Finsternis sitzen und im Schatten des Todes, und unsere Schritte zu lenken auf den Weg des Friedens. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist, wie im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. Der Herr hat sein Volk besucht und ihm Erlösung geschaffen. Gott, du unser König, durch die Taufe hast du uns Anteil gegeben an Christi Vollmacht und Würde. Wir bitten dich, heute Morgen, bring unser Licht zum Leuchten, dass wir deinen Willen für uns heute erkennen und tun, was du uns aufträgst. Dass wir unseren Tageslauf immer wieder für Gebete und Stille unterbrechen, um dir nahe zu sein. Dass wir Bitterkeit und Leid ertragen und in der Nachfolge Jesu fruchtbar machen für eine menschliche Welt. Darum bitten wir durch Christus unseren Herrn. Amen. Legen wir nun unsere Gebete, unsere Bitten für den heutigen Tag und die Bitten, die wir gerade gehört haben, in das Gebet des Herrn. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unserem Schuldigern, und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Ich bin Oliver Kelch, Diakonatsbewerber aus dem Kreis Recklinghausen im Bistum Münster und wünsche euch nun einen gesegneten und gewinnbringenden Tag. Bitten wir um den Segen des Herrn. Der gute Gott, er segne uns, er bewahre uns vor Unheil und er führe uns auch zum ewigen Leben. Amen. Diese und alle anderen Sendungen vom Bürgerfunk Recklinghausen auch als Podcast. www.podcast-re.de